Ein herzliches Hallo von mir an euch. Es gibt wieder eine Runde Dead by Daylight mit ganz vielen Bonuspunkten. Ich habe mir selber ein 100% Bonusblutpunkte mitgenommen und drei meiner Mitspieler haben einfach die Geburtstagstorte geschmissen. Das heißt, nach Adam Ries müsste ich 400... Wow. 412% Bonusblutpunkte bekommen. Und wisst ihr was? Ich renne direkt rüber, weil ich habe mit Bill, mit dem ich hier heute unterwegs bin, nämlich auch... auch die Aufgabe, drei Leute zu retten. Wir holen uns mal direkt den ersten. So, ich gehe vor dir hoch. Okay, hat schon wen anders. Ich habe übrigens eigentlich auch vorgehabt, wieder eine Taschenlampe mitzunehmen. Aber da Claudette und Lori auch jeweils eine Taschenlampe dabei hatten, habe ich es gelassen, weil ich dann wieder dachte... Eventuell hat der Killer ja wieder Franklins dabei, wenn er das sieht. Weil logischerweise möchten sich natürlich die Killer nicht blenden lassen. Ach, das ist ein Opa. Ich dachte, das ist ein Billy. Wow. Okay, ein Opa. Hat er jetzt die Lori gesehen? Oh je. Er weiß, dass beide hier sind. Nein, 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 Claudia. Okay, dann muss ich jetzt leider hier auch abfarmen. Weil sonst ist die Runde direkt vorbei. Und ich gehe erstmal weg hier. Oh Gott. Und heile mich. So blöd, wie es jetzt klingt, ne? Aber der Killer hat doch gesehen, dass wir dreimal den Geburtstagskuchen dabei haben. Was er gerade macht, das gibt für niemanden Punkte. Das ist doch echt... Oh, Decisive Strike. Davon hat jetzt wirklich niemand was in dieser Runde. Niemand. Schade, ich dachte, ich krieg meinen dritten Abhaker hier noch jetzt. Okay. Waren auf jeden Fall alle ausgestattet. Mit dem Decisive Strike. Die Frage ist, ich glaube, jetzt sind alle tot am Haken, ne? Außer ich. Aber ich selbst kann mich dann auch nicht mehr retten. Wenn ich kämpfen muss, dann... bin ich der Situation ausgesetzt.
Und wir machen die Gents alle auf der Seite. Das ist tatsächlich, glaube ich, das Einzige, was wir hier tun können. Ist noch mal runtergekommen. Nee, die andere hat sie unbreakable. Ich verstehe. Sehr gut, Lori. Sie hat geliehene Zeit von mir bekommen. Jetzt geh dich wenigstens auch genesen. Oh, ich als Killer, ne? Mit solchen Mates wäre ich richtig aggro. Die einen klickern, die anderen haben Decisive Strike und trollen und... Ach Gott. Ich hätte dich auch zuerst geheilt, Lori. Oh ja, Barbecue. Ich hab ja gerade. Ist auch tot, ne? Als ob. Palette? Ich schaff's nicht mehr zur Palette! Okay, ja, die andere jetzt wenigstens noch die Luke. Was ist das für eine Runde? Leute, ich muss echt sagen, ich hasse es, gegen den Kannibalen zu spielen. Das ist so ein schrecklicher Killer. Der kann seine Kettensäge, damit ist der so schnell und hat die gefühlt 5 Minuten an. Ja. Aber, surprise, surprise. Ich habe wenigstens die Daily geschafft. Oh. Ja. Aber seht ihr das? 3-mal diese Geburtstagstorte. Und es gibt für niemanden Punkte. Ich weiß nicht, er kriegt mega Punkte. Das ist alles. Ach, es ist schade. Ich hätte euch gern mal wieder eine erfolgreichere Runde gezeigt. Aber das ist DBD. Wir können nur hoffen, dass es jetzt wieder irgendwie besser wird. Ich verabschiede mich für heute, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut!